Hau, hau, hau. Hier ist der Adenauer Platz und der macht mich froh. Guck mal hier. Volle Kanne. Ich sag das Wort nicht. Ich hab schon einen Strike. Man darf auch bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagen. Ich war gerade bei, wo man für einen Penny einkaufen kann. Und ich hatte eine medizinische Maske auf. Wie sich das gehört. Da waren auch noch Stoffleute. Sie wurden darauf hingewiesen. Aber was soll ich mir mit dem Thema unter den geilen Tag versauen? Ich habe hier in meinem Rentner-Hacken-Porsche. Ich habe, ich glaube, 90 PS gegen 0 PS eingetauscht. Aber die BVG hat mir ja gesagt, dass das Leben ein Ponyschlecken ist. Ringsrum haben sie alle gesagt, das ist nicht so. Das Leben wäre kein Ponyschlecken. Ich sage, doch, wenn du möchtest, kannst du dir dein Leben so gestalten. Okay, habe ich jetzt eine Woche lang maskenfrei doch die Verzauselung in meinem Gesicht zugelassen. Aber das ist egal. Ich bin ja auch innerlich ein bisschen verzauselt. Okay? Gut. Gibt es noch viel mehr zu sagen? Nee, gibt es eigentlich nicht. Alles ist feini. Ich habe sekundäre Pflanzenstoffe wie immer eingekauft. Ich habe praktisch den ganzen Wochen Einkauf gemacht. Vielleicht gehe ich Samstag nochmal zu den Türkenjungs. Ja, natürlich gehe ich Samstag zu den Türkenjungs. Denn ich werde am Samstag das Portogeld zu Edo rüber schicken, wie ich ihm versprochen habe. Edo kostet 200 € kostet 19,95 €. Und da würde ich dich höflich bitten, dass du bitte 100 € für die Kaffeekasse da nimmst und dass du 50 € bitte Bohnen und Reis bei dir um die Ecke für den einkaufst, der es wirklich nötig hat. Du weißt, was ich meine. Ja? Kauf doch ein bisschen und gib es dahin, wo es gebraucht wird. Ich möchte das gerne so. Und das andere will ich nicht wiederhaben. Ich will überhaupt gar nicht wiederhaben. Das ist alles deins, ja? Brauchst du nicht sagen, kriegst du wieder. Der Euro ist ja nicht mal eine Banknote, da ist ja nicht mal ein Klopapier, nicht mal ein besserer Schuldschein. Was muss ich noch sagen? Heute gab es nicht zu meckern. Und die Frau beim Briefmarke verkaufen, die hat gelacht, die hat gekichert, die war die erste freundliche Person, die ich seit Wochen hier in dieser bunten Republik gesehen habe. Ich habe sie auch gesagt, ich sage, sie machen mir starke Laune für die ganze Woche, ich freue mich drauf. Und dann haben wir beide noch ein bisschen extra gekichert und gelacht und gegackert und alles nur für 4 Briefmarken. Ha? Du, Augen auf beim Briefmarkenkauf. Also, Einkauf nach Hause bringen, gut gelaunt sein. Die Verzauselung lasse ich noch 2-3 Tage. Ich möchte gerne wissen, wann es bei mir knallt und wann ich dann sage, jetzt ist aber genug. Also genug ist schon lange. Okay? Hol dir keinen Strike ab. Hol den dir von mir ab. Vielleicht fahr ich noch nach Kreuzberg die Woche. Natürlich. Muss ja für Konet noch ein paar Kumpels holen. Da komme ich über die 15-Kilometer-Grenze. Herrje. Ich hoffe nicht, dass ich denn wieder ins Lager komme. Ich war schon mal im Lager. Hat mir nicht so gut getan. Aber egal. Wir werden vorbereitet sein. Tschüss.